Hast du schon gewusst, dass der Autor der Bücher, auf denen die Sündenfilme basieren, ebenfalls unter Angststörungen litt? Sven Stricker litt selbst unter Angststörungen und wollte damit aufräumen. Mit seinen Büchern und Filmen hat er versucht, mithilfe des Krimi-Genres für das Thema zu sensibilisieren und klarzumachen, dass man unter einer seelischen Störung leiden und trotzdem ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein kann. 25% aller Deutschen leiden mindestens einmal in ihrem Leben unter einer Angststörung. Und trotzdem ist es noch ein Tabuthema. Wer muss, der muss, ne? Ich muss gar nicht. Ach so. Ja, aber gefunden habe ich was. Das hätte jetzt nicht noch eine Sekunde warten können. Ich meine, das ist doch irgendwie privat jetzt hier. Ich kann Sachen nicht so gut für mich behalten. Also lange. Das ist eine Schwäche von mir, dass ich nicht lange... Was hast du denn rausgefunden, Malte? Hast du schon gewusst, dass der Filmmusikkomponist von Sörensen einen Oscar hat? Volker Bertelmann gewann 2023 für seine Komposition für Im Westen nichts Neues einen Oscar. Wo waren Sie letzte Nacht, sagen wir mal so zwischen 3 und 6? Auf dem Boden von so einer Flasche. Und auch für Sörensen hat er sich einiges einfallen lassen. Bereits für den ersten Film komponierte er diverse Themen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Melodie. Wenn Sörensen in seine Angstwelt abdriftet, ertönt oft eine Klaviermelodie, die seinen psychischen Zustand untermauern soll. In diesem Zustand erscheint ihm jeder Klang wie eine Störung und auch die Musik ist wie eine Art Mischung aus Melodie und Geräusch. Ich bin übrigens Ole. Sörensen. Kannst Sörensen sagen? Ich bin Sörensen. Ihr könnt mich Sörensen nennen. Sörensen? Kriminalhauptkommissar Sörensen. Wie heißen Sie nochmal? Sörensen. Ich bin Sörensen. Achso, hab ich schon gesagt, ne? Wissen Sie, Herr... Sörensen. Sörensen. Ich bin immer noch Jenny. Ja, und ich bin immer noch Sörensen. Schon gewusst, dass keiner weiß, wie Sörensen mit Vornamen heißt? Selbst Bjarne Mädel weiß es nicht. Und deswegen lasse ich mich von allen Sörensen nennen. Welchen Vornamen würdet ihr Sörensen geben? Schreibt es in die Kommentare. In vielen Filmen wird in einer neuen Szene erst einmal der Ort des Geschehens, beispielsweise hier der Deich, in der Totalen, also als Ganzes gezeigt. Und dann wird Schritt für Schritt näher an das Geschehen geschnitten. Bei Sörensen ist das bewusst anders. Da die Angst in Sörensens Kopf sitzt, wird dieser zuerst gezeigt. Wir sind ganz nah bei ihm und öffnen uns erst danach der Umgebung. Bjarne Mädel und sein Team wollten damit den Effekt erzeugen, dass wir zeitgleich mit Sörensen in das Geschehen eintauchen. Je später der Abend. Herr Huxtor, wir suchen immer noch nach Dirk Lorenz. Bei Sörensen fängt Feuer wiederum, wollte man allerdings nicht nur Sörensens Angst in den Vordergrund stellen. Aufgrund der Themen Glauben und Religion bekommen wir oft einen Draufblick von oben. Also von dort, wo meist das Kreuz hängt. Gottesblick von oben quasi. Hast du schon gewusst, dass wir in den Filmen quasi nie Vogelgezwitscher hören? Hintergrundgeräusche wie Vogelgezwitscher wurden mit speziellen Filtern entfernt. Eine unnatürliche Stille entsteht, die die düstere Atmosphäre des Films unterstützt. Ja, dann war ein gutes Gespräch, Sörensen. Ja, fand ich auch. Was ist das hier? Deich ist das. Der schützt uns vor dem Meer. Was heißt jetzt das Meer? Ja, klar. Ich höre gar nichts. Es ist ein sehr leises Meer.